wunderschönen guten Nachmittag. Wir stehen hier vor der Tipps Arena in Linz, wo heute die österreichischen Hallenstaatsmeisterschaften stattfinden. Ich bin Veronika. Ich bin Paul und ich glaube, wir schauen einmal rein und schauen, was hier so los ist. Gast, um Näheres über das EU-Projekt Sport Respects Your Rights zu erfahren, an dem auch der österreichische Leichtathletikverband teilnimmt. Und wir machen uns auf die Suche nach mehr Informationen. Hier bei mir Hannes Gruber, Sportdirektor des österreichischen Leichtathletikverbands. Er war ebenfalls selbst Leistungssportler. Könntest du uns vielleicht nochmal konkret aufzeigen, was sind denn die Ziele des Projekts? Es geht in dem Projekt darum, Athleten und Athletinnen zu schützen und zu stärken, präventiv gegen Gewalt aufzutreten, insbesondere gegen sexuelle Gewalt. Das ist ein sehr sensibles Thema und ich bin stolz darauf, dass der Leichtathletikverband diese Vorreiterrolle hier in Österreich einnimmt. Warum beteiligt sich jetzt der ÖLV an diesem Projekt? Die Leichtathletik ist eine Individualsportart, wo eine sehr enge Beziehung zwischen Trainer, Trainerin, Athlet, Athletin besteht. Und im Wesentlichen geht es darum, um den respektvollen Umgang miteinander, unabhängig vom Alter. Und ganz wichtig ist auch, dass die jungen Athleten früh lernen, eigene Grenzen aufzuzeigen und gegebenenfalls auch Nein zu sagen, auch wenn das im ersten Moment banal klingen mag. Herzlichst Beate Schrott begrüßen, Olympiafinalistin über 100 Meter Hürden in London 2012. Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist internationale Vernetzung. Inwiefern hältst du das für sinnvoll, beziehungsweise inwiefern kannst du aus deiner Profikarriere berichten, wie internationale Vernetzung für dich von Belang ist? Also ich persönlich habe von internationalen Kontakten oder internationaler Vernetzung bisher extrem profitiert. Ich habe schon mit einer Trainingsgruppe aus Amerika zusammen trainiert. Mittlerweile hat sich das auch auf Großbritannien ausgeweitet und teilweise auch habe ich jetzt mit einer Belgierin trainiert oder mit Deutschen. Und also vor allem auch von den Trainern können wir extrem viel profitieren. Die haben einfach Know-how, das wir bisher noch nicht hatten und die geben das auch sehr gerne weiter, muss man ehrlich sagen. Und das Training mit den Hürdenläuferinnen bringt mir sehr viel, weil man sich schon im Training wie im Wettkampf messen kann. Das sind teilweise wirklich die allerbesten Hürdenläuferinnen von der Welt. Und da kann man quasi fast nur profitieren, wenn man mit ihnen trainiert. Man bekommt was von Trainingseinstellung mit. Einfach dieses ganze professionelle Auftreten von Athleten, das bekommt man tagtäglich mit. Und wenn man sich mit ihnen im Training messen kann, dann kann man sich hinten dranhängen und sich weiterentwickeln. Beate, in deinen Augen, was ist denn die Rolle des Trainers? Prinzipiell ist der Trainer natürlich dafür da, dass er den Athleten sportlich begleitet. Oft fängt er ein Athleten-Trainer-Verhältnis schon in jungen Jahren an, also wenn die Kinder so 10, 11, 12, 13 sind. Und einerseits sollten sie langfristig den Athleten sportlich ausbilden und im Optimalfall zu sportlichen Höchstleistungen bringen. Aber da diese Athleten-Trainer-Beziehung halt relativ früh anfängt, bin ich der Meinung, dass sie sehr wohl auch die Persönlichkeit des Athleten mitformen, genauso wie es auch der Sport macht. Also der Sport formt die Persönlichkeit des Sportlers, aber auch der Trainer hat da eine große Rolle, würde ich sagen. Ich finde, das ist auch eine Verantwortung. Unser dritter Interviewpartner heißt Andreas Wolter, ebenfalls Olympiateilnehmer über 1500 Meter in London. Andreas, vielleicht kannst du uns einen kurzen Ausblick in die Zukunft des Projekts geben. Ja, also Mitte April wird in Schleiden im Rahmen von Osterkurs die Möglichkeit für insgesamt 40 Athleten im Alter zwischen 16 und 22 geben, einen Einblick in die ganze Sache zu bekommen. Und die werden dann auch einen Workshop planen dort, der dann beim Bundesländercup in St. Pölten vorgestellt werden soll. Und mit was dürfen wir dort rechnen? Ja, also was genau dann stattfindet, das steht jetzt noch in den Sternen. Es ist nämlich so, dass der Workshop von den Teilnehmern selber dann gestaltet wird und im Prinzip von der Jugend für die Jugend erstellt wird. Ja,
haben Sportlerinnen und Sportler des ÖLV befragt, was ihnen spontan zum Thema Sport Respects Your Rights einfällt. Aufmerksam machen. Internationales Projekt. Eigene Grenzen setzen. Gefördert von der Europäischen Union. Richtig und wichtig. Gegen Gewalt und Missbrauch. Sensibilisiert für dieses Thema. Respektvoller Umgang miteinander. Es geht um Kinder- und Jugendschutz. Meine Privatsphäre ist mir wichtig. Gut, dass sich der ÖLV daran beteiligt. Ich hab's gewusst. Stärkung des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen. Also wir dürfen zusammenfassen, Sport Respects Your Rights ist ein durch die EU gefördertes Projekt, das sich als Hauptziel gesetzt hat, junge Menschen, junge Sportler und Sportlerinnen zu unterstützen und zu stärken und präventiv gegen Gewalt und speziell sexualisierte Gewalt zu agieren. Der ÖLV ist stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein, an dem 8 Partnerorganisationen aus 6 EU-Staaten mitwirken. Wir verabschieden uns hier aus Linz von den Hallenstaatsmeisterschaften 2014. Alles Gute!